Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 14. Juni 2022. Wir befinden uns weiterhin in der Verfallswoche und unser DAX hat hier übers Wochenende ist irgendwie am Strand eingeschlafen und ist am Montag mit Kopf im Sand aufgewacht. Also der hat hier so tief drinne gesteckt, dass da sicher doch dem ein oder anderen Händler dann schlichtweg die Spucke weggeblieben ist. Denn so richtig viel bewegt war gar nicht, ne? Also die Katze sieht bestimmt gar nicht so schlimm aus. Wir können ja vielleicht mal zuerst auf die Tageskatze gucken. Aber im Gegensatz zu den Abverkaufstagen vorher war das Intraday-Bewegung doch deutlich reduzierter. Das heißt, wir haben an Geschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit nachgelassen. Nicht aber von der Distanz, weil das Gap ja letztendlich mitgespielt hat übers Wochenende. Aber haben wir zumindest an Bewegung erstmal nachgelassen. Interessante Stelle, wo er steht, das ist so knapp oberhalb von dem letzten Tief. Wir haben ja hier auch noch ein offenes Gap gehabt, was ich so ganz ehrlich gesagt gar nicht mehr im Radar hatte oder auf dem Radar hatte. Aber eine rote Tageskerze schließt natürlich hier unten. Das heißt, hier unten ist das Schlussniveau. Das Schlussniveau ist hier bei 13,93 gewesen und das Gap spannte von 14,460 und das ist jetzt zu. 13,93 ist mir wirklich jetzt gerade in dem Moment auch erst aufgefallen, wo ich jetzt hier drauf geguckt habe. Das wäre damit natürlich auch ein interessanter erster Bereich, der jetzt hier stabilisieren kann. Wir haben aber durchaus noch einen weiteren, der kommt hier ein bisschen weiter tiefer. Ja, im Bereich um 13, ja, was ist das hier? 200, 13, 15 ist das noch das zweite offene Gap. So, von der Bewegung Intraday muss ich allerdings sagen, hat er mir zum Montag tatsächlich, wenn wir die ganzen letzten Tage angucken, die es hier so runterging, das erste Mal richtig gegengearbeitet. Wir haben auch das erste Mal ein richtiges höheres Hoch gesehen, was dann sogar auch noch getragen wurde, also gekauft wurde. Der hat dann wirklich auch nochmal durchgezogen. Das hat er die ganzen letzten Male nicht gemacht. Es gab hier oben mal so eins bei, wo waren das hier, 14,460 oder sowas. Oder bringst du durcheinander? Nee, doch, ich glaube, warte mal, wo war das gewesen? Irgendwo hatten wir so ein kleines höheres Hoch mal drin, das kann auch hier gewesen sein. Das hat aber dann direkt so umgekippt. Und hier hat das erste Mal gehalten. Aus einem schönen Umkehrsignal unten raus, schön getragen. Also mich würde das, ganz ehrlich, mich würde das nicht wundern, wenn wir den Dienstag vielleicht sogar mit Aufwärtsgap rein starten. Das klingt jetzt ein bisschen gaga, klingt vielleicht ein bisschen weit hergeholt auch, aber von dem, was er am Abend hingelegt hat, war das tatsächlich ein erstes richtiges Umkehrsignal, was die ganze Abwärtsbewegung seither ausgespuckt hat. Ja, und das kann schon sein, dass das jetzt auch Beachtung und Bedeutung findet. Nicht nur der DAX hat auch hier ein Gap zugemacht, auch der Nasdaq hat zum Beispiel ein Gap zugemacht. Also hier sieht man es auch sehr genau, ne? Guckt mal hier, von hier nach hier, das Gap gespannt auf der gepunkteten Linie und er war da relativ dicht dran. Also, ihr habt das gar nicht auf dem Radar gehabt, das Ding. Hat hier jetzt aber erstmal gut zwischengetankt. Also 93, 400, das hat man durchaus heute als Bewegungsziel natürlich auf der Unterseite. Aber ich hätte nicht so eine starke Gegenwehr von dort erwartet. Na, das muss ich schon sagen. Und die kam. Also, die kam auf jeden Fall. Was bedeutet das jetzt für uns? Das bedeutet jetzt für uns, sollte der am Dienstag jetzt tatsächlich aus dieser kleinen Umkehr mehr draus machen. Und er stößt sich auch noch über die 450 hier. Nee, halt, wartet. 550 ist es. Ja, und er drückt sich jetzt hier wieder nach oben, geht über die 550, dann kann es durchaus sein, dass er erstmal wieder bis in den Gap Close reinarbeitet. Ja, also so eine 750, 790 ist dann durchaus erreichbar. Ja, je nachdem, wie er auch reinstartet. Wir haben hier so ein kleines Widerstandskreuz noch bei 13.700, ist auch eine gute Anlaufstelle. Aber das wären durchaus dann die ersten Erholungsziele, die er bringen kann. Ne? Wenn er denn tatsächlich zum Dienstag in Erholung geht. Das heißt, Long-Position würde ich in dem Sinne tatsächlich dann sogar auch okay finden, wenn man sieht, dass der am Dienstag hier wirklich anfängt, nach oben zu treiben. Ja, also das will ich aber auch sehen. Das will ich aber auch wirklich sehen, weil hier unten würde ich nicht Long suchen. Er drückt es sich hier weiter runter und macht jetzt hier auch noch ein neues Tief drunter. Unter die 3, was ist das dann, 90? Unter die 3,90 noch ein Tief drunter. Den hält doch auch dann nichts mehr. Ne? Der ist dann schnell bei 300, 2,95, bei 200 tiefer. Da ist ja noch nicht Schluss. Der kann auch noch weiter dann. 13, 15 kommt dann noch als nächste. Also das sind schon noch einige Bewegungsziele unten möglich. Ja, muss man so klar sagen.
Grundsätzlich der Abwärtstrend ist auch noch intakt. Aber wir haben eben ein erstes Umkehrsignal und auch wirklich ein richtiges Umkehrsignal dran. Nicht einfach nur so irgendwie so ein bisschen versucht. Das hat er gestanden. Dass er dann einen Rücklauf hinten raus nochmal bringt, das, ja, das gehört einfach immer dazu. Na, also der steigt nicht am Stück zurück. Der macht dann so zack, hoch, runter, tieferes Hoch. Halt ein höheres Tief. Entschuldigung, ein höheres Tief setzt er dann. Dann kommt ein höheres Hoch dazu und zack, fängt eine Erholung an. Ja, und daran wird es jetzt einfach messen. Also für die, die einen Long handeln wollen oder die ihn höher sehen, die bräuchten dann jetzt eben auch noch das höhere Hoch, dieses Hochdrücken hier an der Kerze, so ein bisschen als Bestätigung, dass er auf dem richtigen Weg ist. Und dann hier an die 650 ran, 700 ran, 750, 790. Das sind dann so die Bereiche, die zum Dienstag interessant werden auf der Oberseite. Sollte der nur kurz hier drüber tippen, über die 550, so wie das hier oben irgendwo da 460 gemacht hat, und der dreht sich dann direkt wieder nach unten um und ballert nach unten und setzt neues Tief. Mit neuem Tief ist immer erstmal wieder Abwärtstrend aktiv. Abwärtstrend aktiv heißt, weiteres Risiko einplanen. Weiteres Risiko einplanen heißt, kann bis 300 runter, kann bis 200 runter, kann sogar bis 1315 runter. Und die 1315 ist durchaus auch eine realistisch erreichbare Marke unten. Na, also kann man jetzt hier keinenfalls davon sprechen, dass hier das Risiko schon raus ist und der Markt schon in der Umkehr steckt, also auf der Ebene auf keinen Fall. Ne, er ist eher unterm Tagesband drunter. Das haben wir die letzten Male immer gehabt, ne, wenn er hier so abgeschmiert ist. Da hat er immer einmal drunter geschlossen und danach ist er umgedreht. Auch hier war das, ne, guck mal, es ist auch ein Montag gewesen. Auch dort hat man die Kerzen lang, lang, klein, also lang, kleiner, noch kleiner mit Abwärtskipp eingeleitet. Nächsten Tag kam Aufwärtskipp zum Dienstag rein und dann blieb es sogar offen. Das fände ich jetzt hier ein bisschen Schwachsinn, hier extra runterzukommen, das Gap zu schließen, um dann doch wieder mit Gap nach oben hochzurennen. Aber soll einfach das ein bisschen auch verdeutlichen, was wir hier gerade erzählt haben. Ja, war hier ähnlich gewesen. Auch den Montag mit Abwärtsgap runter, nochmal ein Tief, markante Zone angelaufen. Nächsten Tag in den Dienstag rein, Aufwärtsgap hochgedrückt, wieder ein bisschen zurückgelaufen. Nächsten Tag hin und her, Donnerstag stabil und dann Buff hat es der Freitag nochmal richtig rausgedrückt und die Woche auf grün gedreht halt. Ne? Ja, gucken wir mal. Also sollte der Dienstag also mit Aufwärtsgap reinkommen und der Markt hier rüberdrücken über die 550, würde ich ein bisschen vorsichtiger werden auf der Short-Seite. Na, hatten auch heute schon da ein bisschen was in die Richtung dann im Premium auch mit rumgeschickt. Und vielleicht auch auf der Long-Seite. Weiß nicht, ob man das jetzt schon probieren muss oder ob man da vielleicht noch eine grüne Tageskerze abwartet. Mit einer grünen Tageskerze im Nacken tradet sich eine Erholung immer leichter an, wie wenn man quasi im ersten Ruck drinne sitzt, na, wo noch viele Bären und viele Verkäufer immer noch reindrücken, weil sie Angst haben, weil sie unsicher sind, na, und dann lieber nochmal abstoßen und dann kommt einem das immer alles so weit zurück. Das geht meistens einfacher dann auf Long-Seite, wenn dann auch eine grüne Tageskerze wieder dahinter steht. Die sollte dann eben auch kommen und ja. Ich würde das so belassen. Ha? Sollte er auskontern aufwärts Aufwärtsgap, versteht das auch richtig. Er muss es bringen. Ja? Nicht das so verstehen, wie dass das garantiert ist und dass das si sicher ist. Dass wir sind noch im Abwärtstrend halt. Ne? Der kann auch einfach weiter runterdrücken. Wenn er aber das aufwärts bringt und sich über 55 drückt, dann erhöht er die Wahrscheinlichkeit, eben einzudrehen. Und dann würde ich nicht mehr so stark auf der Short-Seite mich versuchen, sondern eher versuchen, in die 650, 700, 750, 790 reinzugucken. Ja, so. Und wenn er unten rausgeht, ja, brauchen wir nicht drüber reden, dann geht es weiter. Ja, 300, 200, 313. 13, 15, Entschuldigung, nicht 13, 13, sondern 13, 15. Das sind dann die nächsten Stationen. Ja, gut. Dann würde ich es dabei hier belassen. Macht das die Analyse zu. Wünsche euch viel Erfolg zum Dienstag. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.